Der FC Schalke 04 legte einen klassischen Fehlstart hin. Nach der 1:2 Auftaktniederlage gegen den VfL Wolfsburg zog der Wiesnemeister vor heimischem Publikum gegen Hertha BSC mit 0:2 den kürzeren. Cheftrainer Domenico Tedesco wird mit seiner Mannschaft alles daran setzen, um den Schalter nach der Länderspielpause wieder umzulegen. Auf die Königsblauen warten in den kommenden Wochen anspruchsvolle Aufgaben. Nach der Länderspielpause ist der FC Schalke 4 Uhr morgens Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Die Fohlen legten einen deutlich besseren Saisonstart hin und haben nach 2 Spieltagen 4 Punkte auf dem Konto. Mit einem Heimsieg könnte sich die Mannschaft von Cheftrainer Dieter Hecking im oberen Tabellendrittel festbeißen. In der vergangenen Saison endeten beide Duelle mit einem 1:1 Unentschieden. Nach dreijähriger Abstinenz ist der FC Schalke 04 wieder in der Champions League vertreten. Zum Auftakt der Gruppenphase steht am Dienstagabend das Heimspiel gegen den FC Porto auf dem Programm. Der portugiesische Meister zeigte sich in der laufenden Saison bislang sehr treffsicher. In 4 Ligaspielen, 3 Siege, 1 Unentschieden, waren die Mannen von Übungsleiter Sergio Conceição 13 Mal erfolgreich. Am 4. Spieltag bestreitet der FC Schalke 04 erneut das Topspiel am Samstagabend. Zu Gast ist der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister legte unter dem neuen Cheftrainer Niko Kovac einen perfekten Saisonstart hin und grüßt nach 2 Spieltagen von der Tabellenspitze. Sollten die Münchner in Gelsenkirchen an ihre bisher gezeigten Leistungen anknüpfen können, dürften sie kaum zu schlagen sein. Im Rahmen der englischen Woche ist der Wiesemeister beim SC Freiburg zu Gast. Die Breisgauer stehen nach 2 Spieltagen ebenfalls ohne Punkte da. Der Sportclub musste zuletzt ohne Cheftrainer Christian Streich auskommen. Der 53-Jährige verpasste die ersten beiden Spieltage wegen eines Bandscheibenvorfalls und wurde von Co-Trainer Lars Wossler vertreten. Am 6. Spieltag gibt der 1. FSV Mainz 05 seine Visitenkarte in der Veltins Arena ab. Die Rheinhessen waren in den vergangenen 2 Spielzeiten ein gern gesehener Gegner. Schalke gewann die letzten 4 Duelle, erzielte dabei 6 Tore und blieb ohne Gegentreffer. Im zweiten Champions-League-Gruppenspiel kommt es zum Wiedersehen mit Benedikt Höwedes. Nach einer einjährigen Leihe zu Juventus Turin hat der Weltmeister die Königsblauen in diesem Sommer endgültig verlassen. Für 5 Millionen Euro Ablöse wechselte das Schalker Eigengewächs nach Moskau. Beim russischen Meister unterschrieb der 30-Jährige einen 4-Jahres-Vertrag. Nach dem Wiedersehen mit Höwedes wartet auf die Königsblauen in der Bundesliga das Duell mit Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer werden von vielen als heißer Abstiegskandidat gehandelt. Der Aufsteiger wird vor heimischem Publikum alles in die Waagschale werfen, um am Ende nicht mit leeren Händen dazustehen. Punkt. Die Mannschaft von Übungsleiter Friedhelm Funkel startete mit einer Niederlage sowie einem Unentschieden in die Saison.